Und wir sind wieder da. Gesundheit innovativ, das ist das Motto und die Vision von Tobias Krick, Gesundheitswissenschaftler und Blogger, den ich heute im Business Talk Podcast ganz herzlich willkommen heiße. Aber zunächst jetzt noch einmal die offizielle Anmoderation für den Business Talk Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Talk Arzt als Unternehmer. Ihr wisst, mit diesem Podcast unterstützen wir euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps, behandeln aber auch Themen, so wie heute, die über die klassischen Bereiche der Medizin hinausgehen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner findet ihr hier immer wieder kostbare Hinweise für eure Praxis und für ihr Unternehmen oder für euer Unternehmen. Denn ihr wisst, unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt in allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Mehr zum Thema Business Talk erfahrt ihr wie immer unter www.businesstalk.online oder ihr schreibt mir eine E-Mail an info@businesstalk.online. Und an der Stelle nochmal der Hinweis zu unserer großen Veranstaltung am 6.7.2019 in Dortmund, Signal Iduna Park, Startup Praxis, eine Gründerveranstaltung, eine Veranstaltung für das Thema auch Innovationen in der Medizinbranche, richtet sich an Gründer, an Ärzte, an Etablierte, an Zahnärzte, an Mediziner und alle, die es werden wollen, um wieder Lust auf das Thema Niederlassung zu machen, um mal zu sehen, was geht. Eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Ab dem 28.02., ja genau, wird die Landingpage zu der Veranstaltung mit allen Informationen online gehen, startup-praxis.de. Ja, mein heutiger Gast, Tobias Krick, wir haben uns im Netz kennengelernt, über Social Media. Ich habe gesehen, seinen Slogan Gesundheit innovativ, hat mich sofort angesprochen. Ich habe ihn dann über Social Media kontaktiert und habe einen sehr, sehr innovativen, sehr netten, sehr weitdenkenden und vorausschauenden Menschen kennengelernt, den ich euch jetzt noch mal kurz vorstellen möchte. Wie gesagt, er ist Gesundheitswissenschaftler und Blogger. Er betreibt als Gründer und Redakteur die Seite gesundheitinnovativ.de, mit der er Menschen aus dem Gesundheitswesen ermutigen und befähigen will, sich für mehr Innovationen und besonders für innovative Gründungen im Gesundheitswesen zu engagieren. Außerdem arbeitet und promoviert er im Institut Socium oder Socium an der Universität Bremen in einem großen und jetzt kommt's vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt zu innovativen Technologien in der Pflege. Auch da gibt es mittlerweile Vernetzungen, ganz schön. Aber das können wir später nochmal besprechen. Tobias ist stellvertretender Vorsitzender einer kommunalen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitswesen. Er war stipendiatisches Mitglied von mehreren Arbeitskreisen der Friedrich-Ebert-Stiftung, hat die Welt bereist, schon sehr viel rumgekommen, ist verheiratet und ich spreche heute mit ihm insbesondere ja, sein Denken zum Thema Innovation und Gesundheit. Also es geht um disruptive Energien, es geht um Chancen, digitale Informationen und Innovationen. Er möchte gerne Menschen kennenlernen, die direkte Erfahrungen im Gesundheitswesen gemacht haben, die aber auch bereit sind, über den Tellerrand hinauszublicken und vorhandene Probleme kreativ weiterzuentwickeln oder zu lösen. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Sehr, sehr spannendes Interview. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß im neuen Business Talk Podcast Interview mit Tobias Krick. Ja, hallo Tobias. Ich steige jetzt einfach mal ein mit der Frage, wer ist Tobias Krick? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Okay, ja, also erstmal vielen Dank, Oliver, für die Einladung für diesen Podcast. Ja, sehr, sehr gerne. Freue mich sehr, unter den ganz vielen, die jetzt schon mit dabei waren, auch dabei zu sein und versuche mir jetzt Mühe zu geben, deine Fragen zu beantworten. Wer ist Tobias Krick, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ist in gewisser Weise eine philosophische Frage. Wer ist das überhaupt? Also ich kann natürlich sagen, was ich mache. Ich würde vielleicht damit mal anfangen. Sehr schön. So hat es übrigens noch keiner gesehen, philosophisch. Auch spannend, ne? Auch ganz Ja, neuer. es gibt ja immer diese Frage, wer bin ich? Das versucht ja jeder rauszufinden, aber man kann ja zumindest mal sagen, was man so macht. Und Sehr gut, der ja. Weg ist das Ziel. Also ich bin Wissenschaftler vom Beruf her, bin Gesundheitswissenschaftler, Public Health habe ich studiert und arbeite auch als Wissenschaftler und promoviere nebenbei und ich arbeite im Bereich innovative Technologien für die Pflege. Also wir machen Begleitforschung, wir machen Evaluation, also wir erforschen, wie wirkt eigentlich eine Technologie? Wie kann man das überhaupt messen? Das ist aber nur ein Teilbereich von mir. Also ich bin zwar beruflich Wissenschaftler, aber im Prinzip bin ich ja jetzt gerade nicht hier, weil ich Wissenschaftler bin. Ich bin ja hier, weil ich auch noch ein privates Projekt betreibe und das Projekt heißt Gesundheit innovativ. Da betreibe ich eine Website als Blogger sozusagen,
Und da geht es um das Thema Innovation und innovative Gründung, also mit Schwerpunkt auf innovative Gründung im Gesundheitswesen. Ich finde, ja, Gründung ist so ein Thema, was im Gesundheitswesen, du hast ja sicher wahrscheinlich auch deine Erfahrungen gemacht, damit ja nicht ganz so positiv oft gesehen wird. Mhm. Also beim Thema Unternehmertum im Gesundheitswesen geht es ja oft irgendwie darum zu sagen, ja, die wollen nur Geld verdienen, denen geht es nur ums Geld. Richtig. Ja, komischerweise, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, da gebe ich dir total recht. Ich habe letztens in einem Interview das sind ja meine Abschlussfragen dann gefragt, ne, was macht den Arzt als Unternehmer aus? Und da kam zum ersten Mal die Antwort, ich möchte aber gar nicht so unternehmerisch denken, weil dann denken alle, ich will Geld verdienen. Aber allein, dass das Unternehmersein so gesehen wird, heißt ja, da ist irgendetwas mal, ich nenne es jetzt mal vorbelastet in unseren Köpfen. Also das heißt nicht, ich bin eben als Unternehmer tätig, ich gucke, wie ich mein Unternehmen entwickeln kann, sondern ich will Geld verdienen. Aber das ist ja auch fast eine philosophische Frage, nicht zwangsläufig zusammenhängen. Ne? Also ich kann ja auch, also natürlich will ich Geld verdienen als Unternehmer, aber eben nicht nur, ich kann einen ganz anderen Ansatz haben. Ne? Auf jeden Fall. Ich finde generell, dieses unternehmerische Denken sollte sich in allen möglichen Lebensbereichen mehr durchsetzen und das Gesundheitswesen ist nur einer davon. Ja. Damit meine ich, also dass man muss nicht mal Unternehmer sein, um unternehmerisch zu denken. Mhm. Beim unternehmerischen Denken geht es für mich darum, Verantwortung zu übernehmen, darum ein bestimmtes Mindset zu haben, also positiv zu denken, lösungsorientiert zu denken und mehr Menschen auch in einem Angestelltenverhältnis würden sehr viel davon profitieren, wenn sie ein bisschen mehr sich auch auf dieses Mindset konzentrieren würden. Ja, absolut, bin ich total bei dir. In gewisser Weise auch so meine Passion, das mit dem Projekt auch zu tun, also auch darauf hinzuweisen, dass im Gesundheitswesen dieses Mindset mehr verbreitet sein sollte. Jetzt hast du gerade im Einstieg gesagt, ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen, das Thema privat-beruflich, aber das sind ja beides Themen, die dich interessieren. Also ich könnte jetzt mal sagen, ich habe in der Anmoderation vorhin gesagt, du bist Gesundheitswissenschaftler und Blogger. Also das heißt ja, das sind Themen, die sowohl dein Privat- als auch dein Berufsleben verbinden. Ist das richtig? Ja, also im Grunde darf man ja so eine Trennung eigentlich gar nicht machen. Also im Idealfall hat man weder privat noch Berufsleben, also nicht im Sinne von, man sollte keine Trennung machen, weil es irgendwie schwierig wäre, das nicht zu trennen, sondern im Sinne von, man tut das, was man gerne mag und man beschäftigt sich mit den Dingen, die man gerne mag und man liebt im Grunde das, was man tut, dann ist es überhaupt keine Arbeit mehr. Mhm. Und das ist ja der Idealzustand und das ist auch das, was ich anstrebe und deshalb, wenn das als Antwort auf die Frage schon reicht, natürlich, mich interessiert beides und Beruf und Privat verschmilzt da so ein bisschen. Mhm. Ich bin sowieso eher so ein Mensch, der tausende von Interessen hat, also am liebsten würde ich noch 100 Millionen mehr Dinge tun, aber dafür reicht meine Zeit nicht. Muss ich mal so ein bisschen haushalten mit der Zeit. Ja, genau. Ich wollte jetzt gerade noch fragen, wie schaffst du denn den Ausgleich zu schaffen? Ja, also wie bist du irgendwie, dass du sagst, ich nehme mir am Tag mal eine Stunde für mich, ich weiß nicht, mache Sport, ich lese Bücher, ich mache Meditation, ich gehe was Schickes essen mit meiner Frau, irgendetwas. Wie schaffst du das? Weil du bist ja schon sehr aktiv. Alles, was du gesagt hast, also ich mache sehr viel Sport, viermal die Woche mindestens, das brauche ich, sonst drehe ich durch. Also ich bin jemand, der unglaublich viel Energie hat und die muss irgendwo hin und die geht dann in die Arbeit auf der einen Seite, aber die muss dann auch wieder abgebaut werden, deswegen Sport. Und dann Meditation ist super, Yoga ist super, mit meiner Frau essen gehen ist das Beste, würde ich sagen. Und generell auch mal, ich rede auch sehr viel im Privatleben über die Themen, die mich interessieren. Das heißt, meine Frau kann es vielleicht schon irgendwann nicht mehr hören, wenn ich dann von Gesundheit innovativ oder von der Wissenschaft oder sonst irgendwas rede. Mhm. Also versuche ich bewusst auch mal meine Gedanken auf andere Themen zu fokussieren. Es gibt ja noch mehr tolle Dinge, die Spaß machen. Essen ist sowas. Also ich liebe Essen. Mhm. Ich liebe Kochen. Ich liebe alles, was mit Ernährung zu tun hat. Und das entspannt mich dann auch. Also sehr schön. Ja. Kommt deine Frau auch aus dem Gesundheitsbereich? Meine Frau, die ist angehende Medizinerin. Okay. Studiert Medizin und ist jetzt gerade in der Phase des Physikums. Also in 2, 3, 4 Wochen beginnt das. Das heißt natürlich, sie hat mindestens mal genauso wenig Zeit wie ich. Wenn wir dann Zeit zu zweit haben, dann ist es natürlich schön, das auch zusammen zu genießen. Zeigt aber vielleicht auch, dass es
funktioniert, dass beide in der Branche tätig sind und sich miteinander austauschen können und ne, dieses Zuhause. Also bei mir ist das ähnlich. Ich tausche mich sehr mit meiner Frau aus und ich finde es auch sehr wichtig, das zu tun, damit man immer weiß, in welche Richtung entwickelt sich der eine oder andere. Wir sind beide ja aus dem Sport- und Gesundheitsbereich. Meine Frau ist Künstlerin, aber das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das ist auch ein roter Faden, der sich so durch viele Gesprächspartner hier zieht, die ich hier habe, dass sie immer wieder sagen, da ist eine gute, stabile Beziehung oder es gibt immer jemanden im Hintergrund, mit dem man sich austauschen kann über die wichtigen Themen gerade. Und dann kommen wir wieder zum Thema zurück, wenn man unternehmerisch denkt. Und das hast du vorhin sehr schön beschrieben. Also einmal auf der einen Seite Verantwortung zu übernehmen. Das kann ja für viele Bereiche des Lebens gelten, aber eben auch lösungsorientiert zu denken und zu arbeiten und zu handeln. Ja. Dein Ansatz in der Forschung. Also ich habe vorhin im Vorwort gesagt oder im Intro gesagt, du arbeitest ja am Institut Sozium an der Universität Bremen. Habe ich das richtig ausgesprochen, Sozium? Ja, genau. Ja. Und du hast dann auch noch gesagt, es geht da insbesondere um Projekte zu innovativen Technologien der Pflege. Das hat ja sehr viel mit Verantwortung zu tun, weil da es um die Gesundheit anderer Menschen geht. Kannst du vielleicht mal ein bisschen was zu dem Projekt erzählen? Was macht ihr da? Ich kann ein bisschen was dazu erzählen. Ich muss aber direkt darauf hinweisen, ich bin ja hier als Privatperson und alles, was ich sage, ist auch das, was meine Privatmeinung ist und widerspiegelt jetzt nicht, was meine Arbeitgeber vielleicht denkt. Ich kann aber gerne trotzdem was dazu sagen. Vielleicht eine allgemeine Info zu dem Projekt. Das Projekt ist ein 5-jähriges Projekt, was außergewöhnlich ist. Normalerweise sind wissenschaftliche Projekte 3 Jahre lang. Wir arbeiten mit verschiedenen Instituten zusammen, einmal aus dem Bildungsbereich in der Pflege, einmal aus dem Technologieentwicklungsbereich und wir sind eben Pflegewissenschaft und Pflegeökonomiebereich. Und im Grunde koordinieren wir und entwickeln wir, also wir koordinieren sogenannte Pflegepraxiszentren. Das sind an Pflegeeinrichtungen eingerichtete auch Projekte, die in der Praxis testen, also Technologien wie Robotik oder assistive Systeme. Und wir koordinieren diese Praxiszentren und wir sind aber gleichzeitig auch dafür zuständig, eigene Technologien zu entwickeln. Wir machen also Bedarfsanalysen, was braucht Pflege, was ist überhaupt Pflege? Also Pflege ist ja so ein weites Feld. Da gibt es dann Pflege im Krankenhaus, Pflege im Alten, im Kinderkrankenpflege. Es gibt so 1000 verschiedene Bereiche. Und wir versuchen natürlich, Technologien zu entwickeln, die besonders bedarfsgerecht sind, also auch wirklich gebraucht werden. Und dann müssen wir natürlich einen Weg finden, zu evaluieren, also herauszufinden, wirken diese Technologien überhaupt und worauf wirken sie? Also sprich, gesundheitliche Outcomes nennt sich das dann. Also wirken sie beispielsweise beim Patienten, dass sie die Demenz verbessern? Wirken sie beim Patienten, dass sie die Lebensqualität verbessern? Solche Arten von Forschung. Oder wirken sie beispielsweise auf Pflegekräfte? Reduzieren sie die Arbeitsbelastung? Reduzieren sie den Workload, schaffen sie bessere Compliance, also Leitlinien-Compliance in diese Richtung. Ja. Kannst du denn sagen, dass deine Arbeit, um jetzt den Bogen zu deinem Privatsein zu spannen, kannst du denn sagen, dass deine Arbeit, also das hat ja auch sehr viel mit Innovation zu tun, diesen Weg beeinflusst hat, also hin, dass du sagst, ich möchte mich gerne eben jetzt noch mehr um weitere Innovationen am Gesundheitsmarkt kümmern? Also ganz klar, ja, kann ich ganz klar zustimmen. Es hat, es war in gewisser Weise ein glücklicher Zufall, dass ich überhaupt in dieses Projekt reingekommen bin. Und dann habe ich festgestellt, okay, es ist wirklich unglaublich spannend, sich mit Innovation auseinanderzusetzen, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen und mit dem, was sein könnte, was passieren könnte und was man alles verändern kann. Also ich bin sowieso jemand, der, ich liebe Veränderung. Also viele Menschen mögen Veränderungen nicht. Ich finde Veränderungen total großartig, weil sie immer eine Chance bieten, dass etwas besser wird. Und deshalb bin ich da auch dankbar dafür, dass das Berufliche mich so ein bisschen auf diesen Weg geführt hat, dass ich jetzt auch mein privates Projekt noch nebenbei mache und dass das irgendwie total spannend ist, sich damit zu beschäftigen, was in Zukunft noch alles passieren wird. Da wird nämlich noch sehr viel passieren, also gerade auch im medizinischen und im Gesundheitsbereich. Ja. Da muss ich natürlich direkt einsteigen und nachfragen, was wird passieren aus deiner Sicht? Ach, das, da müssen wir wahrscheinlich eine eigene Folge drüber machen, aber ich kann mal so ein bisschen Abriss darüber geben, was ich denke, was passieren wird. Das weiß natürlich niemand. Sehr gerne. Natürlich wird der Bereich Digitalisierung und Technologien ganz stark zunehmen. Also sowohl im medizinischen Bereich, wo der ja schon relativ stark ausgeprägt ist, aber da wird er auch stärker werden.
als auch im pflegerischen, aber auch in jedem anderen Bereich im Gesundheitswesen. Also selbst wenn ich Physiotherapeut bin oder wenn ich in der Krankenkasse arbeite, werde ich mich in Zukunft viel stärker mit Digitalisierung und Technologie noch auseinandersetzen müssen. Mhm. Im Medizinischen bedeutet es beispielsweise, dass das vielleicht für die Ärzte, die hier zuhören, interessant, dass es in Zukunft wahrscheinlich viel weniger auf Wissen ankommen wird. Ja, also Wissen ist ja die Grundkomponente in dem Medizinstudium. Man muss unglaublich viel wissen. Man muss den Körper genau kennen. Ich glaube, das wird auch weiterhin noch wichtig sein. Aber in Zukunft wird man dabei viel mehr Unterstützung bekommen durch Algorithmen, durch intelligente Systeme. Und die werden einem in gewisser Weise Arbeit abnehmen und Sicherheit geben. Also Ärzte müssen ja auch in gewisser Weise mit Unsicherheiten leben, weil sie die Entscheidung treffen müssen. Sie entscheiden über Menschenleben. Mhm. Wenn sie dann nochmal ihren digitalen Buddy sozusagen dabei haben, der ihnen helfen kann, ist es ein großer Vorteil. Ich sehe das also als Riesenvorteil, sich mit Digitalisierung im Gesundheitswesen auseinanderzusetzen. Mhm. Der zweite, ja, also obwohl natürlich viele da auch irgendwie ein bisschen negativ drauf zu sprechen. Also es gibt so diese zwei Lager immer, die sagen dann, die einen sagen, okay, ja, Digitalisierung großartig, die anderen sagen, geh mir bloß weg, ich will doch eigentlich nur mit den Menschen arbeiten. Das wird, glaube ich, auch immer so sein. Also man wird immer weiterhin mit den Menschen arbeiten. Und deshalb wird nämlich genau dieser zweite Bereich, dieses Zwischenmenschliche in Zukunft im Gesundheitswesen hoffentlich und meiner Meinung nach auch wieder stärker werden. Mhm. Nämlich auf der einen Seite sich vieles auf Technologien fokussiert, auf Digitalisierung, auf Unterstützung. Dann müssen Ärzte, Pflegekräfte noch mehr, als sie es jetzt schon tun, sich auf zwischenmenschliche Kommunikation spezialisieren, auf zwischenmenschliche Beziehungen. Und das zu einem Expertenfeld machen, weil da auch das ist Heilung. Also Eckart von Hirschhausen sagt das immer so schön, auch Kommunikation ist Medizin. Wir wissen es ja vom Placebo-Effekt. Wenn ich bestimmte Dinge zu einem Patienten sage, kann sich das entweder positiv oder negativ auswirken. Mhm. Damit sollten sich dann Ärzte in Zukunft auch noch viel stärker auseinandersetzen, dass wenn sie das Richtige sagen, dass es den Heilungsprozess stark beschleunigt, wenn sie das Falsche sagen, kann das auch in die Gegenrichtung gehen. Bist du denn, also ich unterstütze das zu 100%, was du gerade gesagt hast, hast du sehr schön zusammengefasst. Ich überlege die ganze Zeit, was braucht es denn dazu, dass das besser wird? Also im Sinne von, du hast gerade gesagt, die Digitalisierung auf der einen Seite schafft die vielleicht genau die Zeit mehr, die ich dann habe, um mich mehr um den Patienten zu kümmern? Weil mir was abgenommen wird zum Beispiel, ne? Das wäre der Idealzustand. Das ist auch das, was gerade sowohl von der Politik als auch von der Wissenschaft angestrebt wird. Also mehr Zeit für den Patienten. Das vorauszusagen, was wirklich passieren wird, ist natürlich schwierig. Die Angst ist da, dass das eben zu Arbeitsverdichtung führt und im Grunde noch mehr Patienten durchgeschleust werden. Also das wäre so das Negativszenario. Ich glaube das aber nicht. Ich hoffe es auch nicht. Weil da sind wir wieder beim Thema Verantwortung und auch mit der Digitalisierung geht ja Verantwortung einher und wir entscheiden ja als Ärzte, als Pflegekräfte, als Klinikleitung, als wer auch immer im Gesundheitswesen selbst, was passieren wird. Mhm. Da appelliere ich auch in gewisser Weise an alle Hörerinnen und Hörer und an alle, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wir schaffen, lasst uns selbst die Bedingungen schaffen, dass wir eben nicht Arbeitsverdichtung bekommen, sondern mehr Raum für Patient, mehr Raum für Zwischenmenschlichkeit und eine bessere Versorgung durch Digitalisierung. Das wäre so die Idealvorstellung. Da würde ich mich auch für einsetzen. Also da werde ich. Das tust du ja schon. Genau. Ja, genau. Wenn man jetzt, ich habe mir gerade aufgeschrieben, das Thema Veränderung gleich Chance, aber auch Angst. Also du hast ja gerade gesagt, du bist jemand, der sucht die Veränderung und der sieht in der Veränderung immer viele Möglichkeiten und Chancen für die Zukunft. Aber für viele bedeutet ja Veränderung, ich habe Angst, dass ich was verändere, dass ich vielleicht das, was ich gerade habe, verliere, dass ich das, was ich habe, einbüßen muss. Muss da eine Veränderung des Gedankenguts, des Mindsets auch stattfinden? Ich habe letztens den Satz gehört, den fand ich ganz passend jetzt an dieser Stelle, dass Veränderungsprozesse nur so schnell umgesetzt werden können, wie die beteiligten Menschen diese Prozesse auch mitgehen und mitgehen wollen. Ja. Ja. Also deshalb, das erlebe ich zum Beispiel in der Beratung,
im ambulanten Bereich bei Ärzten und Medizinern ja oft da schon, dass eine kleine Veränderung in einer Praxis nur dann auch wirklich auf fruchtbaren Boden fließt, wenn ich die Mitarbeiter mitnehme. Und das ist an der einen Stelle schon, ich sag mal, der Kauf einer neuen Telefonanlage, der plötzlich in Frage gestellt wird, weil ich morgens keine Null mehr vorwählen muss, wenn ich ein Amt bekomme. Das geht aber weiter mit Computertechnologien, die angeschafft werden, mit Online-Sprechstunden und so weiter und so weiter. Ich kann ja alles entwickeln, wenn meine Helferin das nicht mitmachen. Was müssen wir da tun? Ja, du hast es schön gesagt, im Endeffekt Veränderung ist, ich würde sagen, zu 90% Mindset. Ja. Es hängt zu 90% mit den Menschen zusammen, die daran beteiligt sind. Und natürlich ist dann Mindset-Arbeit auch gewisserweise die Lösung. Das Mindset bei Veränderung darauf zu programmieren, dass es was Positives ist, dass es eine Chance ist und dass man aus seiner Komfortzone so ein bisschen auch mal raustreten muss, weil da eine ganz großartige Möglichkeit lauert, würde ich jetzt fast sagen. Aber da gibt es so viel zu entdecken und diese Entdeckungsfreude zu fördern, das wäre auch in gewisser Weise so mein persönliches Ziel. Mhm. Ich erlebe es ganz oft im Gesundheitsbereich, dass eigentlich eine ganz, also ohne das jetzt negativ oder positiv zu betrachten, eine ganz starre Wertvorstellung von bestimmten Prozessen, von bestimmten aber Werten auch, die dort sind, vorhanden ist. Und die lässt sich nicht so leicht aufbrechen. Und da ist unternehmerisches Denken, nämlich dieses lösungsorientierte, dieses Veränderungsdenken, ist in meinen Augen die Lösung. Deshalb dieses Projekt, was ich betreibe, soll zum Nachdenken anregen, es soll zum Mitdenken und dann auch zum Partizipieren anregen. Nämlich im Endeffekt brauchen wir so eine Art Multiplikatoren. Ja, also wenn jetzt nur 2, 3 Leute ihr Mindset ändern und die dann im Führungsbereich sitzen, dann wird sich überhaupt nichts verändern. Jeder Einzelne, ich nenne es dann Innovationsagent, ist so mein Wort, was ich erfunden habe. Mhm. Jeder Einzelne und jede Einzelne muss im Gesundheitswesen zum Innovationsagent werden und sich für positive Veränderungen einsetzen und stark machen und die anderen mitziehen. So, dann wird sich was verändern. Mhm. Wenn das Gedankengut weiterhin so bleibt, ja, dann kann ich nicht vorhersagen, was passieren wird. Vermutlich wird sich dann nicht so viel verändern. Ist denn das, was, sehr schöner Begriff übrigens, der Innovationsagent, ist denn das vielleicht etwas, ich meine, wenn ich jetzt dich mal sehe, du könntest ja sagen, ich mache meinen Job in der Wissenschaft, der macht mir sehr viel Spaß, das ist toll und wir haben da auch viele Möglichkeiten, wir entwickeln da was, aber das reicht dir ja nicht. Du setzt dich dann hin, du machst auf eigene Kosten einen Blog, du machst auf eigene Kosten, also auch nicht Kosten im Sinne von Geld, sondern auch Zeit, du gibst ja sehr viel Zeit da rein. Du veränderst ja, du willst ja was verändern, indem du sagst, egal ob ich da was für bekomme oder nicht, meine Vision, mein Ziel dahinter ist so groß, ich möchte gern was verändern. Und also du bist ja dein eigener Innovationsagent, wenn ich das mal so sagen kann. Ne? Also du gehst ja mit dem guten Beispiel voran, dass nicht immer nur Geld eine Rolle spielen darf im Hintergrund, nach dem Motto, was habe ich davon, wenn ich das tue, sondern meine Vision dahinter ist so groß, dass ich mir gar nicht mehr die Frage stelle, tue ich das oder tue ich das nicht? Also mein Warum für das, was ich tue, ist so groß. Und dann, weiß nicht, wie du das erlebt hast, öffnen sich wahrscheinlich auch viele Türen, weil man einfach oder weil du einfach in dem Moment 100% überzeugt bist von dem, was du da tust. Ist das bei dir auch so gewesen? Also ich will auf 2 Sachen von denen eingehen, die du gesagt hast. Das mit den Türen, vielleicht als zweites, kurz vorweggenommen, ja. Aber als erstes, warum überhaupt? Und das ist natürlich eine Frage, die sich eigentlich jeder stellen sollte, ob jetzt Gesundheitswesen oder nicht. Was macht man denn eigentlich so in seinem Leben? Was hat man so vor und was will man so erreichen? Und natürlich kann Geld ein Ziel sein und für die meisten Menschen ist Geld vermutlich ein Ziel, aber mein Hauptziel, und da habe ich mir viele Gedanken drüber gemacht, ist Impact. Mhm. Also Impact, das deutsche Wort Einfluss ist irgendwie ja, nicht so schön, um das zu beschreiben, weil Einfluss klingt so nach Macht und Macht, darum geht es mir überhaupt nicht. Impact ist mehr im Sinne von etwas bewegen, etwas verändern und auch andere begeistern, inspirieren, auch was zu verändern. Das ist in gewisser Weise das, was ich mir auch für mein Leben als einen Teilbereich definiert habe. So, und wenn man das definiert hat, dann kommt das andere von alleine. Dann macht man einfach. Also das Wichtigste ist dann natürlich auch anzufangen, damit das umzusetzen. So, und dann ist es wie so eine Straßenbahn, die auf der Schiene lang fährt. Und dann kommen dann auch die Bausteine dazu, das, was du eben als von außen Unterstützer beschrieben hast, dann von alleine. Also wir hätten uns niemals kennengelernt, hätte ich nicht vor, 4 Monate, das muss man sich mal überlegen,
4 Monate mache ich es erst mit dem Gesundheit innovativ. Ja. Hätten wir uns niemals kennengelernt, hätten niemals miteinander gesprochen und hätten jetzt auch nicht dieses Gespräch. Also ja, absolut richtig. Allein was, ja. Ja. Nee, auch das habe ich zum Beispiel gerade noch im Intro auch nochmal gesagt, dass wir beide uns über Social Media kennengelernt haben und jetzt bin ich ja ein paar Jahre älter und das für mich auch wirklich eine Innovation ist, also eine dieser Innovationen, dass es die Möglichkeit gibt, ortsunabhängig, also von meinem Standort über die Grenzen hinaus mit jemandem Kontakt aufzunehmen, den ich in meinem persönlichen Umfeld bisher nicht hatte und wahrscheinlich über meine normalen Kommunikationsmedien auch nie kennengelernt hätte, ne? Und welche Möglichkeiten das allein gibt. Und wir haben ja diese Möglichkeiten alle. Das kostet kein Geld. Ich kann reingehen. Gut, ich brauche einen PC natürlich, aber man braucht eine Internetverbindung, damit ich überhaupt in Social Media aktiv sein kann. Aber was das für Möglichkeiten heute sind, Dinge voranzutreiben und ein Netzwerk und eine Community aufzubauen, ist schon toll, ne? Und da gebe ich dir absolut recht, ja. Auf jeden Fall. Also Social Media. Ja. Bietet so viele Möglichkeiten, sich zu vernetzen, kann ich nur unterstreichen. Sollten auch mehr aus dem Gesundheitswesen nutzen, noch auch mehr Unternehmen aus dem Gesundheitswesen. Ja. Viele haben aber auch da wieder die Sorge, was gebe ich preis? Also ich bin da ganz ehrlich, ich habe das auch sehr lange gedacht, immer gedacht, was mache ich, warum macht man das überhaupt? Aber immer dann, wenn das Warum groß genug ist oder stark genug ist, das hast du auch gerade schön beschrieben, dann weiß man einfach, warum man diese Dinge tut. Ich habe mir gerade nochmal aufgeschrieben, dass wir fast wieder an den Anfang unseres Interviews zurückgekommen, als wir gefragt haben, wer bist du? Ich habe mir aufgeschrieben, warum bin ich hier? Und du hast dein Warum bin ich hier? Also was ist meine Mission? Mit dem Wort Impact beschrieben. Ist das deine Vision? Also Einfluss zu nehmen in einem gewissen Bereich? Oder gibt es eine andere große Vision, die dahinter steht? Jetzt haben wir gerade eine kleine Internetstörung, aber ich bin zuversichtlich, dass wir den Tobias gleich wieder haben. Wir harren mal einfach aus. Ich weiß nicht, wie lange er schon nicht mehr mit dabei ist, aber da bist du wieder. Jetzt, ja. Okay, geht einfach weiter. Ich habe noch ein bisschen gesprochen. Ich weiß nicht, wie lange du mich gehört hast. Nee, du wolltest zum Anfang zurückkommen, aber das danach habe ich leider nicht mehr gehört. Okay, ja, ich habe gesagt am Anfang, ich bin auf den Anfang des Interviews gekommen, weil ich dann gesagt habe, warum bin ich hier? Du hattest ja gesagt, das ist fast eine philosophische Frage, die ich dir gestellt habe, aber das passt ja dann wieder ganz gut zusammen. Warum bin ich hier? Wenn ich mein Warum kenne, dann weiß ich eben, was ich tatsächlich tue und warum ich hier bin, um diese Dinge dann voranzutreiben. Ja. Was ist deine Vision? Also dieses, du hast gesagt, Einfluss nehmen, Impact auf die Menschen oder steckt eine größere Vision oder noch eine andere Vision dahinter? Wo willst du hin mit Gesundheit innovativ? Ja, das ist tatsächlich, ja, der Weg ist das Ziel in gewisser Weise. Ne? Also ich habe es angefangen, es war, ich will es nicht als Schnapsidee bezeichnen, aber es war auf jeden Fall die Idee, Impact zu nehmen und ich habe einfach mal ausprobiert. So. Aber es entwickelt sich immer mehr in die Richtung, okay, jetzt sind es 1200 Unterstützer oder Unterstützerinnen, nenne ich es jetzt mal bei Instagram, mit denen interagiert man dann, man merkt, man hat irgendwie auch Einfluss auf das Leben von anderen Menschen. Ich habe ein Paket schon bekommen von einem meiner Follower, eine Einladung bekommen und dieser Austausch ist eigentlich das Schönste an dem Projekt. Mhm. Also mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und auch zu sehen, was dann in die Umsetzung kommt. Also, dass sich Gedankengut verändert, die größte Vision wäre natürlich, dann mal irgendwann auch dafür zu sorgen, dass im Gesundheitssystem, in den Köpfen, in den Unternehmen, in den Krankenhäusern, vor allem in den Köpfen von den Chefärzten, sich auch bestimmte Dinge verändern. Also, das ist natürlich ein Prozess, der nicht nur von mir allein angetrieben werden kann. Das ist politisch, das ist aus dem System selbst, das ist in den Köpfen. Es ist so komplex, das Gesundheitssystem, mir jetzt als einzelner Mensch vorzunehmen, da jetzt irgendwie groß was zu verändern, das ist ja schon ziemlich hochgegriffen. Also ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich glaube, auch da ist dann wieder dieser Aspekt des Durchhaltens entscheidend. Also 4 Monate ist ja im Endeffekt nichts. So, ja. Wenn ich in 10 Jahren noch dabei bin, dann können wir noch mal ein Interview machen. Dann schauen wir mal, machen wir mal eine Abrechnung, was da bei rausgekommen ist. Ja, sehr, sehr gerne. Ich schreibe mir das sofort in den Terminkalender. Das wird 2029. Auf jeden Fall machen. Ja.
Aber es ist ja nicht nur, ich sag mal, dein Beitrag, das ist genauso, es gibt ja im Moment sehr viele Organisationen, die sagen, wir machen jetzt das Meer sauber und gucken, dass wir den Plastikmüll aus dem Meer bekommen. Wenn jeder Einzelne seinen Teil dazu beiträgt, glaube ich, werden wir eine ganz, ganz große Anzahl von Menschen sein, die, die wiederum dieses Gesundheitssystem, und das finde ich sehr, sehr spannend, einfach auch mal auf einen Weg bringen können, das mit Veränderungen zu tun hat. Denn ich bin absolut deiner Meinung, dass wie es im Moment läuft, wird es nicht weitergehen und auch nicht weitergehen können und wir müssen Veränderungen herbeiführen. Ja. Und, wenn ich das jetzt wieder mal für meinen Bereich nehme, im ambulanten Bereich, auch da werden wir ganz, ganz viele Innovationen brauchen und ganz, ganz viele Mindset-Änderungen brauchen, damit wir diese Innovationen auch umsetzen können. Ne? Und so wie wir beide vielleicht unseren kleinen Teil dazu beitragen, gibt es ja ganz viele andere, die das auch tun. Und ich glaube, dann kann man da schon was erreichen. Ne? Und ich sehe eben auch tatsächlich die Welt der Gesundheitsbranche in einem System, das im Moment noch ein bisschen starr ist, aber das sich eben auch verändert. Und jetzt kann man die beteiligten Politiker sehen, wie man will, aber die sind natürlich, auch die müssen immer wieder, ich sag mal, von uns in Anführungsstrichen angestoßen werden, damit es in die richtige Richtung läuft. Ne? Ja. Ich wollte nur noch ergänzen, also ich bin ja auch politisch aktiv, also auch in verschiedenen Arbeitskreisen. Und es ist ja nicht so, dass es politisch nicht gewollt wäre, etwas zu verändern. Das Gesundheitssystem ist einfach von seinen Strukturen, von seinen Akteurstrukturen so komplex, dass wenn man etwas verändern möchte, dass es durch verschiedenste Instanzen gehen muss und dass es meistens auch wissenschaftlich begleitet werden muss. Und Veränderungen im Gesundheitswesen auf der großen Ebene, auf der Systemebene ist eben gar nicht so einfach. Ich muss so ein bisschen auch manchmal die Politik in Schutz nehmen. Da wird ja ein bisschen auch drauf rumgehackt. Aber Gesundheitswesen ist eben kein einfacher Bereich. Ja. Da kann man, also ohne jetzt Horst Seehofer einordnen zu wollen, aber er war ja mal Gesundheitsminister. Er hat mal gesagt, mit Gesundheit kann man keine Wahl gewinnen, weil Gesundheit ist so ein Thema, was politisch einfach schwierig ist, schwierig in der Umsetzung. Man sieht es jetzt auch bei Jens Spahn, muss sich auch großer Kritik aussetzen, obwohl er eigentlich viel machen möchte. Also Gesundheit und Politik, das ist kein einfacher Bereich. Aber ich bin total bei dir und man kann immer auf den beteiligten Personen rumhacken oder man kann einfach mal überlegen, ob diese Veränderungsprozesse nicht sowieso, egal wer sie jetzt vorantreiben will, für welche Themen auch immer, in jedem Menschen oder in vielen Menschen einfach Unbehagen auslöst. Da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Das löst Angst aus und dann ist natürlich der es sagt, derjenige, der in der Schusslinie steht. Aber auch einen schönen Satz, den ich letztens gehört habe, noch haben die Visionäre die Welt verändert und nicht die Kritiker. Ne? Also deshalb glaube ich, die Beteiligten an den Positionen wissen aber auch, woran sie sind. Ich habe was ergänzen darf. Ich ja, das, klar. Weil das ist ein Punkt, der mir ganz wichtig ist. Das ist auch so mein Appell, wenn man mal Idealist war oder noch ist, dann sollte man sich das erhalten. Ja? Weil, also man kann durchaus bis man 80 Jahre alt ist, Idealist sein, sage ich jetzt einfach mal, ohne es zu sein. Aber es gibt diese Beispiele. Also jeder und jede, die Idealist ist, sollte sich das behalten und sich nicht davon abschrecken lassen, wenn 90% aller Menschen um einen herum nicht verstehen, warum man bestimmte Dinge tut. Ja, es spielt keine Rolle. Man sollte einfach weiter durchziehen. Und das habe ich auch vor. Sehr gut. Ich werde dich unterstützen in dem Fall. Ich habe nur einen schönen Satz gefunden, den ich gerne mal vorlesen möchte. Ja. Wir haben im Vorfeld so ein paar Sachen ausgetauscht und du hast hier geschrieben, er möchte Menschen, die direkte Erfahrung im Gesundheitswesen gemacht haben, dazu ermutigen, durch Informationen und durch Informationen befähigen, eigene Lösungen für vorhandene Probleme auf kreative Weise anzugehen und umzusetzen. Denn nur die Umsetzung der Idee liegt das Innovationspotenzial. Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, 1200 in Anführungsstrichen Follower, Begleiter, Freunde deines Projektes. Wie trittst du mit den Menschen in Kontakt, um das, was hier steht, umzusetzen? Das ist eine gute Frage. Also viele persönliche Nachrichten über Instagram. Also man hat ja die Möglichkeit, auch Nachrichten zu schreiben. Viele Umfragen, ich versuche mit Stories eben auch meine Gedanken zu teilen und kriege da auch Feedback dazu. Dann meine Blogbeiträge. Ich interview viele Personen und auch Institutionen. Also ich hatte jetzt ja letztens ein Interview mit der Techniker Krankenkasse, ein Interview mit einem Startup-Coach geführt, einem Menschen aus dem Krankenhausbereich, Einkauf. Und
im Endeffekt geht es darum, erstmal Informationen bereitzustellen, die anderen dabei helfen, ihre Ideen umzusetzen. Weil ich glaube, es ist so viel kreatives Potenzial im Gesundheitswesen selbst vorhanden, aber die meisten Menschen wissen einfach nicht, ja, was mache ich denn jetzt mit meiner Idee? Also der klassische Vorgang, den ich immer beschreibe, ist, ich bin irgendwo im Krankenhaus, so jetzt stoße ich auf ein Problem und meine erste Reaktion ist, ja, ich beschwere mich darüber, ich sage zu meinem Kollegen, meiner Kollegin, ja, das ist ja alles blöd hier. Und das war's dann so. Der zweite Schritt, den man eigentlich gehen müsste, wenn man dann in der Klinik auf ein Problem stößt, ist, okay, ich mache mir jetzt Gedanken darüber, was ist denn eigentlich eine Lösung für dieses Problem? Was könnte eine Lösung sein? So, das machen bestimmt auch viele. Also das meine ich mit, es sind kreative Ideen vorhanden. Aber dann würde der dritte Schritt kommen und das ist eben die Umsetzung. Dafür brauche ich Informationen, dafür brauche ich Mindset, Know-how, ich brauche einfach auch vielleicht Ansprechpartner und das versuche ich unterstützend zu liefern. Also den Weg von Lösung zu Umsetzung zu gehen, aus dem Gesundheitswesen selbst heraus, wenn ich dazu einen Beitrag leisten könnte, das wäre super. Meinst du denn auch, dass es sinnvoll ist, dass man sich mal andere Branchen anschaut, also vielleicht auch von anderen lernen kann, also dass man nicht nur in dem Gesundheitssystem schaut oder ne, dass man mal rausgeht? Hältst du das für eine Idee? Auf jeden Fall. Ja, also das, was ich gerade beschrieben habe, ist ja in anderen Branchen vielleicht sogar üblicher. So, und dann kann man sich die Beispiele anschauen und die dann auch übertragen auf das Gesundheitssystem. Aber auch da ist wieder eben dieser Mindset-Wandel notwendig, dass man sich überhaupt offen zeigt dafür, was kann jetzt das Gesundheitswesen von, also mir fällt jetzt keine Branche außer die Stahlbranche ein, ist jetzt vielleicht ein falsches Beispiel, aber was kann man davon lernen, ohne gleich zu sagen, ja, Industrie und soziale Systeme sind überhaupt nicht vergleichbar. Also das ist ja auch ein Argument. Wirtschaft und Gesundheitssystem ist ja immer, Sozialversicherung steht dahinter, es geht um Beiträge, die Menschen zahlen, wenn sie jetzt in der gesetzlichen Krankenversicherung sind, das heißt, das Finanzierungssystem ist anders. Das zu vergleichen ist schwierig, aber vom Mindset, von den Beispielen, kann man sich vielleicht was abschauen. Wichtig bei mir ist aber auch immer, da sind wir wieder am Anfang, nicht um Geld zu verdienen, also Geld ist nur ein Nebenprodukt. In meinen Augen muss es immer um Gesundheit gehen, Gesundheit der Menschen, aber auch Gesundheit derjenigen, die im Gesundheitssystem arbeiten. Wenn man schafft, das zu verbessern, dann wird das Geld von alleine kommen. So, weil man muss sich immer überlegen, es wird ja immer kritisiert, Pflegedienst beispielsweise, schleust Patienten durch. Also das jetzt als allgemeine Phrase, ob es jetzt stimmt oder nicht. Biete mal einen Pflegedienst an, bei dem du das Gefühl gibst und auch wirklich in der Umsetzung das so machst, dass sowohl die Mitarbeiter gut behandelt werden, als auch die Pflegebedürftigen und alle werden zu dir kommen. Ist jetzt im Moment kein großes Problem, weil sowieso zu wenige Pflegedienste existieren, aber in Zukunft wird es noch mehr Pflegebedürftige geben und diejenigen, die wirklich gute Pflege liefern, die Gesundheit in den Mittelpunkt stellen, diejenigen werden auch die sein, die sich am Markt in Anführungszeichen durchsetzen. Jetzt muss ich noch einmal ganz kurz zurückgehen auf das, was du gerade gesagt hast, weil mir da ein Gedanke durch den Kopf gegangen ist, den ich gerne mal mit dir teilen würde, beziehungsweise dich vielleicht auch fragen würde oder da auch so ein bisschen provozieren möchte. Idealismus, ja, aber Geschäft im Krankenhaus, Geschäft Pflege ist auf der anderen Seite ja ein großes Thema. Also Geld wird im Pflegemarkt verdient und nicht zu wenig. Ja. Und deshalb muss man natürlich gucken, wird dir vielleicht, also wenn du mit Leuten sprichst und du gehst ja in die Diskussion, du hast gesagt, du stellst Fragen, du nimmst Interviews an, du sprichst auch mit Krankenkassen, wird dir das manchmal vorgeworfen nach dem Motto, du bist ja noch jung, behalt noch ein bisschen den Idealismus bei, aber komm mal ins System und lerne dann, dass es ganz anders ist? Also natürlich gibt es diese Kritik. Tatsächlich habe ich die Kritik noch nicht aus dem System selbst bekommen, sondern in anderen Gesprächen, die ich so auch im privaten Umfeld oder im wissenschaftlichen Umfeld geführt habe. Es gibt so ein tolles Zitat, das habe ich in den Kopf geworfen bekommen. Es ging ungefähr im Endeffekt so, wer mit 20 kein Idealist ist, hat kein Herz. Okay. Wer mit 40 nicht mehr Idealist ist, hat kein Hirn. Okay. Das ist heftig, ja. Gut, jetzt habe ich es auch noch falsch gesagt, aber spielt keine Rolle. Also die Message ist klar. Ja, klar. Meine Antwort ist einfach, wer mit 40 nicht mehr Idealist ist, hat aufgegeben. Also und dieses Aufgeben, das ist was mir ganz wichtig ist. Und ich beobachte das bei vielen Menschen und ich finde es unglaublich schade und ich habe mir geschworen, dass bei mir nicht passieren wird. Wenn man mit vielen Menschen umgeben ist, die aufgegeben haben,
ist es viel leichter, selbst aufzugeben. Also sich nicht mehr für bestimmte Dinge einzusetzen. Und mit Aufgeben meine ich, sich von den Bedingungen, die einen umgeben, erdrückt zu fühlen. Also ich akzeptiere einfach, dass es so ist. Ich kann sowieso nichts dagegen machen. Ich gebe einfach auf und ich setze mich auch gar nicht mehr für irgendwas ein, weil ich begebe mich sozusagen in so eine Opferrolle. So, ich bin Opfer der Bedingungen, die mich umgeben. Und das passiert tatsächlich im Gesundheitssystem auch sehr häufig, dass Leute sagen, okay, alles ist so, wie es ist. Ich finde es schlecht, aber ich bin das kleine Opfer. Ich kann nichts dagegen machen. Ohne das jetzt negativ zu betrachten, ohne das zu bewerten, ist eine reine Beobachtung. So, und genau das ist der falsche Ansatz in meinen Augen. Weil ich muss mich immer aus dieser Opferrolle rausbegeben und das Zepter wieder in die Hand nehmen. Und das ist auch die Aufgabe des Idealisten oder der Idealistin zu sagen, wir gestalten ja unsere Welt selbst. Ja? Also wir haben im Endeffekt auch alles in der eigenen Hand, was Veränderung angeht. Das heißt, wir können Veränderung in jede Richtung lenken, wenn wir uns dafür einsetzen. Es ist nur so schwierig, das zu tun, weil so viele Leute einen umgeben, die das eben nicht verstanden haben und dass man sich dagegen auflehnen kann, dass man sich einsetzen kann oder die an irgendeinem Punkt in ihrem Leben gesagt haben, okay, ich habe es jetzt versucht, hat nicht geklappt, 10 Jahre lang versucht, hat nicht geklappt, jetzt lasse ich es. Ja. So ist es anstrengend so. Und genau das ist der Punkt, den man überstehen muss. Ja, das glaube ich auch. In dem Zusammenhang fällt mir ein, was meinst du denn, welche Rolle das persönliche Umfeld spielt? Also ich sag mal, es gibt ja diesen Satz, du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst. Ja. Wenn du jetzt in dieser Innovationswelt mit vielen Innovationsagenten unterwegs bist, dann bekommt man ja von denen gespiegelt, alles ist gut, so wird's. Dann kommt man raus, ich sag mal, in die normale Welt und kriegt dann plötzlich gespiegelt, Mensch, was machst denn du da? Das ist ja ganz verrückt oder lass das mal, weil das gibt sowieso nichts. Ne? Welche Rolle spielt das Umfeld aus deiner Sicht, was das angeht? Eine unglaublich große Rolle. Also natürlich einerseits muss man sich so ein bisschen abschirmen gegen Negativität, was Veränderungen angeht. Also es wird immer Menschen geben im Umfeld und dagegen kann man sich kaum wehren, die auch negative Dinge aussprechen. Wenn ich jetzt auf der Station arbeite, im Krankenhaus, dann kann ich ja in meinem Umfeld nicht ausweichen. Aber ich kann mich zumindest ein bisschen abschirmen und mich auf die Menschen fokussieren, die weiterhin positiv sind, die weiterhin ihren Job lieben, die weiterhin die Patienten in den Mittelpunkt stellen. Die gibt es definitiv. Haltet euch an die Leute. Das Umfeld ist super wichtig. Und deshalb müssen Innovationsagenten auch zusammenhalten und deshalb auch über Distanz zusammenhalten im Internet, weil es vielleicht im persönlichen Umfeld gar nicht so viele davon gibt. Oder die muss man suchen. Ja? Und um sich nicht zu sehr davon beeinflussen zu lassen, sucht man sich die dann eben im Internet und macht dann hier ein Telefongespräch mit einem anderen Innovationsagenten. Ja. Damit man sich wieder motivieren kann und damit man weiter dran bleibt. Weil Motivation ist ja im Endeffekt das was einen das Durchhalten schaffen lässt. Ja, sehr schön zusammengefasst. Ich möchte natürlich nochmal erwähnen, dass wir alle Informationen zu dir, also zu deiner Internetseite, dein Blog, deine Videobeiträge und so weiter, alle verlinken, in die Shownotes nehmen, damit eben die Leute, die Lust haben, einfach mal mit dir in Kontakt zu treten. Und ich gebe das jetzt einfach mal so weiter. Die können das einfach tun, die können mit dir in Kontakt treten, können sich mit dir austauschen und einfach auch mal Fragen stellen oder dir folgen und dann ja selber entscheiden, ob sie das für gut empfinden oder eben nicht. Auf jeden Fall werden wir alle Daten unten anlegen und ich setze euch einfach mit dem Tobias in Verbindung und sehe zu, dass die Community und die Innovationsagenten größer werden und dass wir immer wieder neue Leute damit ins Boot holen. Wäre mir sehr, sehr wichtig. Das jetzt sind wir schon 45 Minuten dabei. Ich habe ja immer so ein bisschen meine 45 Minuten Interviewzeit. Das ist ein spannendes Thema. Ich mache das ja immer so für alle, die es noch nicht wissen. Ich habe immer so Fragen, die ich vorher weitergebe. Ich glaube, ich habe nur eine Frage von diesen Fragen gestellt, die hier draufstehen. Ja, das macht nichts. Dass das immer das Schöne ist, wenn es einfach fließt und wenn wir einfach über dieses Thema gut weiterkommen. Ich würde aber trotzdem ganz gerne dir zum Schluss meine kleine Q&A-Session stellen, also die Fragen, kurze Frage, kurze Antwortrunde zum Schluss des Interviews. Aus deiner Sicht, wohin entwickelt sich die Medizin oder die Zukunft der Medizin in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Im Grunde das, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, zwei Bereiche, digitaler, technologisierter auf der einen Seite und ich hoffe, im zwischenmenschlichen Bereich auch stärker zwischenmenschliche Kommunikation und Beziehung und emotionale Ebene. Die zwei Bereiche würde ich mir auf jeden Fall genauer angucken, wenn ich jetzt Medizin studieren würde und mich damit beschäftigen. Und das wird wichtig sein. Ja.
wieder eine, kannst du auch philosophisch nehmen, die Frage, was bedeutet für dich das Thema Gesundheit? Oh ja, das wäre wieder eine eigene Folge. Im Endeffekt, ich habe ja Gesundheitswissenschaften studiert und am Anfang denkt man, man weiß, was Gesundheit ist und am Ende hat man keine Ahnung mehr, was Gesundheit ist, weil Gesundheit ist unglaublich komplex. Gesundheit ist multifaktoriell, sagt man bei uns, von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Könnt jetzt natürlich die WHO-Definition nennen, aber nach der ist niemand gesund. Also WHO-Definition ist nicht nur der Zustand körperlicher Abwesenheit von Krankheit, sondern auch der Zustand vollkommener körperlicher, seelischer und sozialer Gesundheit. Also etwas, was man eigentlich gar nicht so wirklich erreichen kann. Ja. Ich würde sagen, Gesundheit ist subjektiv. Gesundheit ist total spannend und Gesundheit sagt man, wenn man genossen hat. Keine Ahnung. Welche Eigenschaften sollte aus deiner Sicht ein Unternehmer haben? Ein Unternehmer sollte vor allem Optimist sein, im besten Fall noch Idealist, dann wird es ein super Unternehmer. Er sollte Neues lernen wollen, immer auf Veränderungen auch reagieren können, also irgendwie adaptiv sein. Er sollte Spaß am Leben haben im Idealfall und Spaß an seinem Business, einfach Spaß an seiner Idee und seiner Vision. Spaß ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, sonst hält man nicht durch. In jedem Fall. Gibt es ein Buch, ein Film, der dich in der letzten Zeit besonders mitgerissen, erreicht oder motiviert hat? Ich würde gerne drei Bücher nennen. Wer auf Sachbücher steht, Tony Robbins, kann ich immer nur empfehlen. Tony Robbins Powerprinzip verändert jedes Mindset. Wer auf Kommunikation oder Führung steht, Dale Carnegie, Führen mit Persönlichkeit oder ähnlich. Der hat so viele Bücher geschrieben. Wer auf Geschichten steht, ganz tolles Buch, kennen wahrscheinlich auch die meisten hier, Harpe Kerkeling, Bin dann mal weg. ja, schön. Großartig. Sehr, sehr gut. Schöner Mix. Ja, und zum Schluss, hast du jemanden, den du uns vielleicht für diesen Podcast als Gast empfehlen könntest oder würdest? Ach ja, es gibt wahrscheinlich viele Personen und alle, die ich jetzt nicht nenne, sind bestimmt traurig. Ich sage jetzt mal Felix von Felix Healthcare Space, tatsächlich auch jemand, den ich von Instagram kenne, der ähnliche Themen verfolgt und auch ist Student der Humanmedizin und BWL, würde bestimmt auch gut hier in den Podcast passen, macht auch Videos. Kannst du mal anfragen. Das mache ich sehr gerne. Das ist immer für mich so die spannendste, eine der spannendsten Fragen, weil da nicht öffnen sich wieder Türen. Ne? Da werden wieder Menschen empfohlen, die ich nicht kenne und die, so kann man das Netzwerk erweitern und so kann man wirklich nochmal neue, interessante und spannende Themen aufholen. Ja, Tobias, es hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke in deine Arbeit, in deine, insbesondere in deine private Arbeit natürlich, in deine Gedankenwelt und als Innovationsagent der Zukunft. Wünsche ich dir alles, alles Gute für das Treiben. Ich hoffe, dass wir uns sehen. Ich lade dich herzlich ein. Wir haben ja unsere Veranstaltung Startup Praxis. Passt ja auch gut zu diesem Thema am 6.7.2019 in Dortmund. Vielleicht lernen wir uns da mal persönlich kennen, wenn wir das vorher nicht hinkriegen. Für alle Zuhörer und Zuschauer vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bitte zum Schluss noch immer darum, dass Sie eine Bewertung kriegen bei iTunes, YouTube, wo Sie uns auch immer schauen. Ganz wichtig, dass eine Bewertung stattfindet. Nur so können auch andere erfahren, was wir hier machen. Und so können wir interessante weitere Gäste bekommen. Und das Schlusswort überlasse ich wie immer meinem Gast. Aus meiner Sicht bleiben Sie innovativ. Diesmal bleiben Sie unternehmerisch. Tobias, du darfst das Schlusswort machen. Ich würde mich da anschließen. Innovativ bleiben, seid Innovationsagenten. Setzt euch für positive Veränderungen ein. Falls ihr nicht wisst, wie, schreibt mir. Wir machen es zusammen. Ja. Alles Gute für euch. Okay. Vielen Dank für das Interview, Oliver. Vielen